Die Nazi-Szene ist groß gemacht worden, auch mit Hilfe des Staates. Vor allen Dingen der Mord in Kassel, das schreckliche Verbrechen dort, das kann man ja kaum glauben. Ich würde sagen, es lohnt sich vor allen Dingen erstmalig aufzuarbeiten, was eigentlich damals im Landesamt für Verfassungsschutz in Hessen tatsächlich gespielt wurde. Jetzt, was wusste der Verfassungsschutz? Was hat der Verfassungsschützer da gemacht und so weiter? Und da sind immer noch riesengroße Lücken, trotz des Prozesses in München, trotz der Untersuchungsausschüsse, wo man wirklich nachfassen muss. Warum der damalige Innenminister, heutige Ministerpräsident Bouffier, seine Hand schützend über die V-Leute gehalten hat und damit Mordermittlungen behindert hat. Für eine kurze Einleitung ins Thema, das ist mein Landtagskollege Hermann Schaus, parlamentarischer Geschäftsführer der Fraktion Die Linke im Hessischen Landtag. Er ist auch der Vertreter der Linken im NSU-Untersuchungsausschuss. Und ich glaube, man kann es schon so sagen, Hermann, du hast einen ganz großen Anteil daran, dass es endlich in Hessen auch einen NSU-Untersuchungsausschuss gibt. Ja, vielen Dank, Janine. Ich freue mich sehr, dass der Saal so gefüllt ist zu dieser, wie ich finde, wichtigen Veranstaltung, die für uns als Linke hier in Hessen auch ein Stück Auftakt sein soll in die Arbeitsphase des Untersuchungsausschusses in Hessen. Am 22. Mai wurde im Hessischen Landtag ein Untersuchungsausschuss, wie es heißt, zur umfassenden Aufklärung des Mordes an Halit Yozgat und der NSU-Morde eingesetzt. Anders als im Bundestag, Janine hat schon darauf hingewiesen, oder auch im Thüringer Landtag, erfolgte die Beschlussfassung nicht einstimmig. Die zentrale Frage für uns aber bleibt, geht der Schutz von V-Leuten vor einer Mordaufklärung? Und das ist eine zentrale Frage, die die gesamte NSU und insbesondere dieses hessische Verfahren durchzieht. Jahrelang hat Volker Bouffier immer wieder behauptet, dass Neonazis um Hessen einen großen Bogen machen würden. Diese Aussage war falsch, sie war sogar fahrlässig. Wir wissen von zahlreichen Verbindungen der Szene zwischen Thüringen und Hessen mittlerweile. Was der Thüringer Geheimdienst angeht, so wurde er maßgeblich in den 90er Jahren von hessischen Beamtinnen und Beamten aufgebaut. Auch hier gibt es ausgeprägte Verbindungen. Wir wollen aber nach unseren Möglichkeiten alles unternehmen, um Antworten auf die vielen offenen Fragen zu finden. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Schaffen wir.
Um seine V-Leute vor Strafverfolgung zu schützen, behindert der Verfassungsschutz immer wieder die Ermittlungen der Polizei. Es gibt zum Beispiel ein Papier des Bundeskriminalamtes, wo die sich richtiggehend darüber beklagen, dass diejenigen, gegen die sie ermitteln, offenkundig vom Verfassungsschutz geschützt werden. Beim letzten Mord des NSU in einem Internetcafé in Kassel ist sogar ein Verfassungsschützer anwesend. Ausgerechnet einer, der auf die rechte Szene angesetzt ist. Als die Polizei später die Tat rekonstruiert, wird deutlich, Andreas Temme muss das am Boden liegende Opfer gesehen haben, als er bezahlt und das Café verlässt. Trotzdem behauptet er bis heute das Gegenteil. Und bis heute ist Temme Beamter in Hessen. Widersprüche ohne Ende. Und noch ein Versäumnis, auf das Aust und Labs in ihrem Buch hinweisen. Die kaltblütigen Morde passen sogar nicht zu dem Vorgehen der Täter bei ihren 15 Banküberfällen. Zeugen beschreiben sie als chaotisch, unprofessionell. Und es gibt Hinweise auf sehr viel mehr Täter als Böhnhardt und Mundlos. Vielleicht gab es ja den nationalsozialistischen Untergrund und der war vielleicht ein bisschen größer, als das aus zwei Personen bestanden hat. Aber tote Täter sind bequem. Man muss sie nicht vor Gericht stellen. Man kann ihnen alles anlassen. Sie können sich weder verteidigen, noch kosten sie anschließend Geld, wenn sie in Haft sind. Deswegen macht man sich das, glaube ich, jetzt wieder sehr einfach, weil man glaubt, dass der Fall damit abgeschlossen ist, dass die beiden da tot aufgefunden worden sind. Unmittelbar nach dem Selbstmord der Täter beginnt das große Vertuschen. Beamte im Bundesamt für Verfassungsschutz ordnen an, ausgerechnet die Akten von V-Leuten zu schreddern, die in unmittelbarer Nähe zu den Terroristen agierten. Man fragt sich, was schützt der Verfassungsschutz eigentlich? Untersuchungsausschüsse beklagen sich bis heute, dass der Verfassungsschutz Akten verweigert, Zeugen beeinflusst, Hintergründe vernebelt. Wenn das alles auf den Tisch kommt, dann wird im Endeffekt das dabei rauskommen, was Leute, die in Geheimdienstkreisen und in staatlichen Sicherheitskreisen sehr hoch angesiedelt sind und von denen ich eine ganze Reihe Leute gut kenne, die sagen, das Ding muss man dicht machen. Die Bundeskanzlerin persönlich hat den Familien der Opfer versprochen, alles dafür zu tun, die Morde und ihre Hintergründe aufzuklären. Tatsächlich wird diese Aufklärung bis heute behindert, offensichtlich mit Billigung der Bundesregierung. Ein Zustand, der unerträglich ist. Und meine erste Frage geht jetzt einfach an Herrn Labs. Sie haben sich ja mit sehr vielen verschiedenen Aspekten oder eigentlich mit dem Gesamtkomplex beschäftigt, mit Herrn Aust zusammen. Wie zentral, glauben Sie denn, ist bis jetzt, dass hier in Hessen auch ein Untersuchungsausschuss eingesetzt wird? Jetzt erstmal sozusagen für den Gesamtkomplex gesehen. Zentral, weil ich glaube, dass die Chance in Hessen sehr viel größer ist, etwas rauszubekommen als meinetwegen in Baden-Württemberg. In Baden-Württemberg ist die Situation so komplex und so verworren und so verrückt, müssen wir jetzt nicht drauf eingehen, aber kann man ganz nah dran drüber reden, weil viele Sachen, die man vorher nicht für möglich gehalten hat, tatsächlich stimmen. Und weil man natürlich bei dem ganzen Komplex auch nicht den Fehler machen darf, anzunehmen, dass alle Sachen mit allen Dingen zu tun haben. In Hessen ist die Lage relativ klar. Es geht nur darum, was hat Herr Temme gesehen und warum war er vor Ort. Ganz relativ simpel. Und das muss man aus dem Mann rauskriegen, meiner Meinung nach. Und man muss natürlich auch rauskriegen, warum die Struktur hinter ihm, also sein ehemaliger Arbeitgeber, das Landesamt für Verfassungsschutz Hessen und sein ehemaliger Präsident, seine Präsidentin, Herr Eisvogel und Herr Irrgang, ich sag mal noch diplomatisch formuliert, sich so schlecht erinnert haben oder man kann auch schon sagen, auch belogen haben. Ja, das also Irrgang ist es relativ evident, finde ich. Dazu kommen wir später noch ein bisschen ausführlicher. Wir wollen erstmal so einen Überblick versuchen, Herr Kietzle. Also auf welchem Stand ist der Prozess aktuell und vor allem, wie erfolgreich ist Ihre Strategie, über diesen Strafprozess auch was über die Hintergründe der Taten herauszubekommen? Die Generalbundesanwaltschaft kommt mit ihrer Anklage ganz gut voran. Es gibt da wenig Widerstand, was teilweise an den Beteiligten liegt, teilweise auch an der Materie, sodass der Prozess jetzt ungefähr zur Hälfte abgearbeitet ist, wenn man das Programm des Generalbundesanwalts sieht. Darin erschöpft sich aber natürlich diese Materie nicht, sondern es gibt beispielsweise bezogen auf die Situation in Kassel natürlich das Aufklärungsbemühen der Familie Joska, unser Aufklärungsbemühen, hier auch weiter in Richtung des Landesamtes für Verfassungsschutz Aufklärung zu betreiben, sodass man nicht sagen kann, wir haben jetzt die Hälfte geschafft und jetzt dauert das noch anderthalb Jahre und dann sind wir durch damit. Aber soweit ich weiß, sind Sie ja immer an relativ vielen Stellen auch damit durchgedrungen, dann Zeugen doch zu laden, die erst nicht geladen werden sollten. Vielleicht können Sie da so ein paar Punkte sagen, was sozusagen offiziellen
Prozessprogramm eigentlich nicht vorgesehen war, vor allem nicht von der Anklage, und was Sie da sozusagen dazu getan haben, damit man einfach mal so ein Bild davon hat, wie dieser Prozess funktioniert. Ich greife da gerne die relativ einfache Situation in Hessen auf. Es geht tatsächlich nur um die Frage, was hat Herr Temme gesehen und was nicht. Herr Temme ist sogenannter Tatortzeuge, muss vernommen werden, wie in jedem anderen Schulrechtsverfahren auch. Das ist also nichts Besonderes in München. Und unsere gedankliche Leistung ist letztlich, dass alles, was wir zusätzlich aufgeklärt haben wollen, genau an der Person Temme festgemacht werden muss. Also, Präsidenten des Landesamtes für Verfassungsschutz werden nur deshalb in den Münchner Gerichtsverfahren vernommen, weil es um die Frage geht, wie glaubhaft sind die Angaben von Herrn Temme. Ist Herr Temme eine glaubwürdige Person? Das heißt, wir müssen uns von einer strafprozessualen Anklage wegarbeiten und so versuchen, die Kreise immer weiter zu ziehen. Das macht genau auch den qualitativen Unterschied zu einem Untersuchungsausschuss aus, der sich Beweisthemen selber bestimmen kann, im politischen Rahmen natürlich und unter diesen Bedingungen, der dort aber wesentlich freier arbeiten kann, als wir das strafprozessual können. Frau Pau, meine erste Frage an Sie. Sie haben ja auch im Bundestagsuntersuchungsausschuss gesessen und jetzt sozusagen auch an Sie die Frage, wie ist da auf der Bundesebene aktuell der Stand, und soweit ich weiß, gibt es ja auch viele Dinge, die sich jetzt anders darstellen als noch zu der Untersuchungsausschussarbeit. Vielleicht können Sie dazu einfach was sagen. Naja, wir haben die Situation, dass am 2. September 2013 der Deutsche Bundestag sich mit dem Abschlussbericht des Bundestagsuntersuchungsausschusses beschäftigt hat und einmütig, einstimmig die 50 gemeinsamen Schlussfolgerungen oder Handlungsempfehlungen, von denen vorhin hier schon mal die Rede war, beschlossen hat. Inzwischen hat der 18. Deutsche Bundestag im Februar diesen Jahres diesen Beschluss bekräftigt. Soweit, so gut. Aber wir haben die Situation, und ich denke, das kann ich fraktionsübergreifend sagen, wir können für keinen Tatort, für keines der Geschehen sagen, abschließend, der Untersuchungsausschuss kann sagen, so ist es gewesen, das Opfer oder die Opfer wurden aus diesem oder jenem Grund ausgewählt, und wir können im Übrigen auch den meisten Zeugen nicht den Stempel aufdrücken, sie haben glaubhaft, nach bestem Wissen und Gewissen, uns Auskunft zu geben, gegeben zu dem Vorgehen und zu ihrer eigenen Verantwortung. Auf die unterschiedlichen Aufgaben von Untersuchungsausschüssen und Strafprozessen wurde ja eben schon hingewiesen. Und bei einigen bin ich heute der festen Überzeugung, sie haben uns frech belogen. Das gilt für Vertreter von Landesregierungen, Vertreter der Bundesregierung, das gilt für Vertreter der Ämter für Verfassungsschutz, aber das gilt zum Teil auch für andere Zeugen. Und sei es nur, wenn sie diesem Phänomen, was ich Schwarmdemenz getauft habe, also dieses Phänomen vorgetäuscht haben, also dieser Satz, der am häufigsten fiel, daran kann ich mich nicht erinnern. Offensichtlich konnten Sie sich an manches erinnern, aber haben das nicht vorgetragen. Aber wir haben einen zweiten Punkt. Von diesen 50 gemeinsamen Schlussfolgerungen ist so gut wie nichts bisher im richtigen Leben umgesetzt. Ich will das mal an zwei Punkten oder Beispielen deutlich machen. Sie wissen, meine Partei und auch ich stehen den Ämtern für Verfassungsschutz, die aus meiner Sicht im Zentrum des Staatsversagens standen, ausgesprochen kritisch gegenüber. Wir wollen sie als Nachrichtendienste auflösen. Aber Sie sind offenbar nicht ganz alleine. Das gibt mir Kraft, weiter auch dafür zu werben. Nein, aber selbst wenn es mir nicht gelungen ist, das beispielsweise als Schlussfolgerung in den gemeinsamen Abschlussbericht zu bekommen, es sind ja Schlussfolgerungen gerade auch zum V-Mann-Unwesen und zu anderen dort festgehalten. Aber wir haben auch gemeinsam Schlussfolgerungen, Änderungen in der Behördenkultur, im Behördenalltag gefordert. Das gilt für die Ausbildung, für die Weiterbildung, für die Sensibilisierung, für das Controlling bei der Polizei, beim Verfassungsschutz, in der Justiz. Die kommen in der Öffentlichkeit immer zu wenig vor, was dort das Versagen betrifft. Da sage ich mal, bis heute, das können wir wahrscheinlich durchdeklinieren in allen Bundesländern und eben auch im Bund, ist hier nicht die notwendige Sensibilität von Konsequenzen in der ganzen Breite überhaupt nicht zu reden.
So, und deshalb setze ich im Übrigen auch auf den Hessischen Ausschuss, auch um dieses Thema und die Notwendigkeit der Veränderung in allen gesellschaftlichen Bereichen in der Öffentlichkeit zu halten. Jetzt haben Sie meine... Jetzt haben Sie eine meiner Fragen nicht beantwortet, die kann ich aber gleich an Herrn Spülke weitergeben, um auch Ihre These von der interfraktionellen Einigkeit zu testen. Herr Spülke, ich wollte eigentlich ja gerade noch auch wissen, ob sich mittlerweile seit dem Abschlussbericht des Bundestagsuntersuchungsausschusses, in dem ja auch wir hier in Hessen auch immer verwiesen wurde, Sachen ereignet haben, wir Sachen mehr wissen, die über diesen Ausschussbericht hinausgehen. Ja, ganz eindeutig ja. Wir wissen nicht viel mehr, zum Beispiel, dass der wichtigste und der V-Mann mit der längsten Dienstzeit beim Bundesamt für Verfassungsschutz, Herr Corelli, inzwischen verstorben ist. Und zwar nicht zufällig, sondern wenige Tage, bevor er, wahrscheinlich zwei Tage, bevor er einvernommen werden sollte zu einer neu aufgefundenen oder von einer Quelle gebrachten CD. Und diese CD, sowohl NSU, also Nationalsozialistischer Untergrund, schon die Hormen, auch andere Teile des späteren Videos, des sogenannten Bekennervideos, enthalten hat. Und die CD wahrscheinlich sogar aus, zum Teil von Corelli hergestellt worden ist und wahrscheinlich sogar aus dem Jahr 2003 schon. Zwei Tage bevor er dazu befragt werden sollte, begeben sich Mitarbeiter des Bundesamts für Verfassungsschutz dorthin, wo er inzwischen untergebracht ist, weil er ist ja inzwischen enttarnt, und finden ihn tot auf. Und es geht noch weiter. Die Quelle, die diese CD gebracht hat, die habe ich damals von dem Corelli bekommen, die hat er jetzt angeblich bei sich oben auf dem Speicher gefunden. Der Bundestagsuntersuchungsausschuss hatte natürlich eine völlig andere Aufgabe als jetzt der Prozess in München, das muss man klar festhalten. Wir wollten das Verhalten des Staates untersuchen. Wir wollten das Versagen des Staates im Einzelnen möglichst weitgehend festlegen. Ich bin nicht der Auffassung, was am Anfang gesagt worden ist, dass nicht mal die Hälfte aufgeklärt ist. Wir haben unendlich vieles dramatisches, totales Versagen des Staates festgestellt. Das ist viel. Aber wir haben auch festgestellt, dass wir viele Sachen noch nicht aufklären konnten. Das hing an vielen Punkten an Zeitmangel. Das hing aber unter anderem auch daran, dass wir in die ganzen Niederungen der V-Leute nicht eingedrungen sind, nur ganz wenig eingedrungen sind. Wir haben keinen einzigen V-Mann in diesem Untersuchungsausschuss gehört. Wir haben einige V-Mann-Führer gehört dort. Und immer mehr wird klar, und das klingt ja auch in dem Film an, dass über die V-Leute, über die Unterwanderung oder angebliche Unterwanderung der rechten Szene wahrscheinlich der Staat noch eine erhebliche zusätzliche Verstrickung über das hinaus, dass Mitarbeiter in Hessen versagt haben, bei der Polizei, beim Landesamt für Verfassungsschutz, sondern dass da eine Verstrickung über dieses ganze V-Mann-Wesen ganz oft, nach meiner Auffassung jedenfalls, dabei ist. Das muss jetzt aufgeklärt werden. Und deshalb ist es notwendig und richtig, dass das geschieht auf Landesebene, also in Nordrhein-Westfalen, auch hier in Hessen, möglichst auch in Baden-Württemberg. Auch da spielt V-Mann eine ganz erhebliche Rolle. Und das müssen wir auch versuchen, auf Bundesebene weiter zu klären. Deshalb schließe ich nicht aus, dass wir einen zusätzlichen weiteren Untersuchungsausschuss auf Bundesebene einrichten müssen, um solche V-Leute-Geschichte, was ja hier in Hessen gar nicht möglich wäre, wie Corelli beispielsweise oder Tarif aufzuklären. Weil von dem Zeugen Tarif zum Beispiel, von dem Zeugen war er leider nicht, sondern V-Mann Tarif, wissen wir, dass er mit diesem Trio eng zusammen war. Und dass er mit Frau Tschäpe noch unmittelbar, mindestens unmittelbar vor dem Untertauchen Verhältnis hatte und dass er dieses Trio verborgen untergebracht hat, als sie untergetaucht sind, dass er ihm Wohnung besorgt hat und das war ein V-Mann,
der Berliner Polizei. Deshalb setze ich mich dafür ein, erstens, dass wir da weiter aufklären. Ich gehe jetzt fast jede Woche noch zum Bundesamt für Verfassungsschutz und gucke Akten Corelli an. Die haben wir vom Parlamentarischen Kontrollgremium des Bundes angefordert. Vor allen Dingen aber auch für die Angehörigen der Opfer, die haben Recht darauf. Danke. Jetzt ist schon sehr viel von V-Leuten die Rede gewesen, auch in dem Film war von V-Leuten die Rede, von V-Mann-Führern und so weiter. Herr Labs, einfach an Sie mal als Journalistenkollegen, einfach für die, die es nicht wissen, was ist eigentlich ein V-Mann? Das sind Spitzel und Informanten und das große Problem, da gab es teilweise wirklich erschütternde Szenen im Bundestag, wo klar wurde, dass um diese Spitze herum eine Art rechtsfreier Raum entstanden ist. Da wurde zum Beispiel mal der ehemalige Präsident des Verfassungsschutzamtes in Hessen, Herr Irrgang, gefragt, wo steht denn eigentlich, dass diese V-Leute nicht aussagen müssen? Und dann antwortet er wirklich, das war halt schon immer so. Da erinnert mich noch sehr gut dran, das steht auch im Buch. Und das heißt, der Hintergrund dieses ganzen Falles, dass man ein Stück weit Rechtsstaat aufgegeben hat für diese V-Männer. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, da kann ein strategisches Interesse dahinter stehen und das macht in bestimmten Fällen Sinn. Ich sage das jetzt mal ganz neutral. In dem Falle des NSU-Komplexes hat es eben häufig keinen Sinn gemacht, sondern der Staat hat sich auf unerträgliche Weise auch vorführen lassen und muss sich noch immer vorführen lassen. Das geht also noch weiter. Also wenn man jetzt zum Beispiel den V-Mann Tarif, Michael See, der inzwischen in Schweden lebt, nimmt, der ist deswegen wichtig, weil dessen Akten unmittelbar nachdem sich Beate Zschäpe gestellt hat, vernichtet worden sind. Er schreibt nun ein Buch, in dem er unverhohlen auch dem Bundesamt droht. Nach dem Motto, wir alle wissen doch, warum die Akten vernichtet worden sind. Und das finde ich persönlich fast das Schlimmste an diesen, was sind V-Männer? V-Männer sind ja Neonazis in dem Fall aus der Szene, größtenteils auch sehr überzeugt, dass man sich von diesen, ich will gar nicht sagen, dass die alle dumm sind, also jetzt mal die ideologischen Hintergrund mal beiseite lassen, aber dass man sich doch von diesen Figuren so vorführen lassen muss, fortgesetzt. Das finde ich persönlich, weil teilweise sowohl den Parlamentariern als auch im Strafprozess, als auch den Journalisten eben Informationen vorenthalten werden. Denn eins dürfen wir nicht vergessen, worauf basieren denn unser Wissen über die damalige Zeit von den sogenannten Treffberichten vom V-Männern, die wiederum der V-Mann-Führer, also ein hauptamtlicher Agent, geschrieben hat. Wir wissen ja gar nicht, was alles außerhalb des Protokolls geredet worden ist. Und dieser Graubereich, das ist das, was es so unerträglich macht. Ich würde dem ganz gerne noch einen zusätzlichen Aspekt, den wir gerade von Timo Brandt nochmal auf den Punkt gebracht gekriegt haben, im Münchner Verfahren hinzufügen. Es geht darum, dass sich jemand wie Timo Brandt heute in das Münchner Verfahren gegen Fortschritte und andere setzen kann und dort sagen kann, natürlich hat die Szene es hingenommen, dass ich V-Mann war, wenn die das wussten. Das war doch der geschickteste Weg, denen klarzumachen, es gibt keine Militarisierung, es gibt keine Radikalisierung, es gibt keinen bewaffneten Arm. Das war doch ganz kommod. Die haben uns die Auswärtsfahrten bezahlt, die haben uns die Hotelaufenthalte bezahlt, die haben uns Autos bezahlt. Und ich konnte denen auch noch berichten, dass es das alles nicht gibt, wovon sie immer träumen. Also auch auf der Seite findet ja ganz gezielt Manipulation statt. Und auch das kauft sich unser Staat sehenden Auges ein. Es gibt sogar, das passt ganz gut dazu, wenn ich das noch sagen darf, es gibt ja, Uwe Mundlos war ein aktiver Briefeschreiber, hat also sehr vielen inhaftierten Neonazis sehr früh schon, Mitte der 90er, viele Briefe ins Gefängnis geschrieben, wo man sich wirklich intensiv über den bewaffneten Kampf auch ausgetauscht hat. Und nur um die strategische Tiefe der rechten Szene vielleicht ein bisschen zu erhellen, das fand ich sehr spannend. Einer seiner Brieffreunde, also ein hochmilitanter Skinhead, sagt dann irgendwann, in dem Moment, wo der Staat keinen V-Mann in der Zelle oder in der Gruppe hat, werden sie erst recht nervös, weil dann wissen sie nicht, was los ist. Mit anderen Worten, das war fast schon ein Plädoyer dafür, sich auch anzubieten als V-Mann, um dem Staat in Sicherheit zu bieten. Das heißt, diese Paranoia ist in der Szene so verbreitet, dass man da durchaus mit umgeht. Ich würde jetzt dem Timo Brandt nicht alles glauben. Ich glaube auch, dass es ein ganz großer Verräter war. Und es gibt andere V-Leute, die alles berichtet haben, jeden. Aber es ist ganz komplex, man muss jeden Fall einzeln angucken. Welche Rolle V-Leute eigentlich im Umfeld des NSU gespielt haben? Denn da waren ja, wie wir mittlerweile wissen, doch einige. Also erstens, weil vorhin gefragt wurde, was sind V-Leute? Für mich sind das gekaufte Spitzel und bezahlte Täter. Und das ist ganz, ganz deutlich. Und es war in jedem Fall so,
dass V-Leute sowohl von Landesämtern für Verfassungsschutz als auch des Bundesamtes für Verfassungsschutz in einer sehr frühen Phase, 1998 im Januar, sind die drei abgetaucht, Informationen hatten über den Verbleib der drei, über Vorhaben der drei oder auch Bedürfnisse, zum Beispiel die Suche nach Waffen. Und eben diese Informationen, jedenfalls haben wir keinen Nachweis dafür gefunden, dass es anders war, haben die ermittelnden Behörden, also die Polizei, die Staatsanwaltschaften nicht erreicht. Ich nehme einen V-Mann aus Brandenburg, Herrn Piatto, verurteilt wegen Totschlags im Gefängnis, schon angeworben als V-Mann, ganz schnell, viele Haftvergünstigungen, wird von seinem V-Mann-Führer zu Konzerten gefahren, zu anderen Dingen. Die Geschichte ist viel länger, muss man nachlesen, kann ich jetzt hier nicht im Rahmen dieser Zeit. Übermittelt aber, dass da in Sachsen drei Nazis, also aus Thüringen abgetauchte Nazis unterwegs sind, die auf der Suche nach Waffen sind, und jetzt kommt's, um weitere Überfälle zu begehen. Insofern war das aus heutiger Sicht gegebenenfalls entweder auch ein Stückchen Schutzraum, weil immer der Quellenschutz und der Schutz der Arbeitsweise der Ämter für Verfassungsschutz vor der Unterstützung von Mordermittlungen geht. Das haben wir hier in Hessen, vorhin in dem beschriebenen Zwiespalt, dass dann auch noch ein Beamter des Verfassungsschutzes dazukommt. Hier in Hessen ist ja auch das furchtbare Wort gefallen, wir haben doch bloß eine Leiche, wo kommen wir denn dahin, wenn irgendwie die Arbeitsweise des Landesamtes für Verfassungsschutz öffentlich würde? Das wäre die größte anzunehmende Katastrophe, haben damals sowohl die Verfassungsschützer als auch das Landesinnenministerium gesagt. Aber das haben wir quer durch den gesamten NSU-Komplex, und wir haben es bis heute, der Kollege Ströbel hat es angedeutet, was Hamburg betrifft, aber das gilt auch für das Bundesamt für Verfassungsschutz, die machen weiter wie bisher. Und um die Ermittlungen zu Corelli, erklären die mir auf alle unsere Anfragen, das würde das Staatswohl gefährden, man könnte maximal uns geheim eingestufte Antworten auf Fragen zum Tun von Herrn Corelli geben oder zu anderen Verfassungsschutzaktivitäten. Herr Ströbel, Sie wollten gerade schon was sagen zum V-Leute-System. Sie sind ja auch Mitglied in der Parlamentarischen Kontrollkommission. All die Skandale der letzten 12, 15 Jahre, seit ich in diesem Gremium bin, sind nicht durch die Bundesregierung, auch nicht durch den Verfassungsschutz oder den BND an das Gremium herangetragen worden, sondern wenn wir uns damit beschäftigt haben, dann aufgrund von Zeitungs- oder Buchveröffentlichungen. Das heißt, trotzdem muss man es machen, weil natürlich immer, wenn die Geheimdienste auch damit rechnen müssen, dass sie bestimmte Sachen, ja, ihre Aktivitäten auch vor Parlamentariern rechtfertigen müssen, dann hat das vielleicht eine mittelbare Wirkung. Deshalb ist das keine verlorene Liebesmühe. Aber ich wollte zu den V-Leuten noch sagen. Das Schlimme ist die Ideologie des Schutzes der Quellen. Das hat auch dieser hessische Chef des Landesamtes mal auf den Punkt gebracht. Als die Frage war, ob der Herr Temme und seine V-Leute von der Polizei oder Staatsanwaltschaft befragt werden können, immerhin nach einem schrecklichen Mord, da hat er gesagt, nee, dafür geben wir doch unsere Quellen nicht frei. Da bräuchte man in Zukunft ja nur eine Quelle, eine Leiche neben eine Quelle legen, und schon müsste alles aufgeklärt werden über die Quelle. Das heißt, die Quellen sind für sie absolutes Tabu, was dann auch so weit geht, dass wahrscheinlich eine der zentralen wichtigen Quellen, nämlich dieser V-Mann Tarif, der schon angesprochen worden ist, der ja ganz, ganz nah an denen dran gewesen ist, dass als die aufgeflogen sind, also ungefähr heute vor 3 Jahren, die erste Reaktion des zuständigen Mannes im Bundesamt für Verfassungsschutz war, einen Schredderauftrag zu geben und zu sagen, also wenige Tage, am 4.11. sind die aufgefallen und am 11.11. begann die Schredderaktion dort, und die wurde so konsequent durchgeführt, dass der immer wieder auch nochmal nachgefragt hat. Er hat sogar die Mitarbeiterin, die den Auftrag hatte, dann zu Hause angerufen, Nachmittag. Ist auch wirklich alles weg, ist auch alles geschreddert worden, und unter anderem
die Akte Tarif ist dort geschreddert worden. Das heißt, als wir sie dann einsehen wollten vom Untersuchungsausschuss, sind uns ja diese Akten auch zur Verfügung gestellt worden, hatten wir nur eine Rekonstruktion dieser Akte, die im Gegensatz zu den Akten so dünn war, die anderen waren ein oder zwei Leitsordner. Lassen Sie mich noch einen letzten Gesichtspunkt dazu sagen. Die Arbeit des Untersuchungsausschusses auf Bundesebene hat ergeben, und das ist ein ganz, ganz wichtige Erkenntnis, dass das, was viele, ich auch, vorher gedacht haben, man ist eben nicht drauf gekommen. Man hat einen Zusammenhang zwischen der Ermordung der Leute, die wie Türken oder wie Griechen oder so aussahen. Da hat man einfach nicht dran gedacht, dass das Rechte sein können. Das war ja so eine These, die ganz am Anfang verbreitet worden ist. Und das ist widerlegt. Es gab unendlich viele, wir haben das in dem Untersuchungsausschussbericht aufgeschrieben, unendlich viele Punkte gezeigt, wo die darauf gestoßen worden sind. Also gerade hier in Hessen war es ja so, unmittelbar nach der Tat hat der Vater gesagt, das waren Rechte. Es hat eine Demonstration stattgefunden, um darauf aufmerksam zu machen. Und so ist es überall, auch den Film, den wir hier gesehen haben, zu dem Anschlag in der Kolbstraße in Köln. Da hat das Bundesamt für Verfassungsschutz ganz früh, nicht, da gab es ja nicht nur den Anruf, der erwähnt worden ist, das Bundesamt für Verfassungsschutz hat die richtige Spur verfolgt. Die haben nämlich das, was in dem Film vorkommt, auch rausgefunden. Die haben gesagt, so eine Nagelbombe kennen wir doch irgendwo hier. Nämlich von Nazis in London, die diese Bombe 1999 zweimal, glaube ich, angewandt haben, auch gelegt haben. Und dann haben sie sogar die Machart der Bomben, derer hier aus der Kolbstraße und die in London verglichen und haben doch festgestellt, die Zünder sind etwas unterschiedlich. Also die waren auf dem Weg, aber was sie nicht gemacht haben, ist, der Kölner Polizei gesagt und der Bundespolizei und dem Bundeskriminalamt, guckt mal da, wir haben den Verdacht, dass das Rechte, dass das Nazis sind, dass das Neonazis sind, das haben sie nicht gemacht. Und da fragt man sich, warum? Ist das nur Zufall oder ist da böser Wille dahinter? Ja. Ich wollte gerade noch eine zynische Bemerkung machen, aber ich verkneife mir das. Ich wollte nur sagen, man muss natürlich fairerweise zu der Schredderaktion sagen, es war Karneval, man brauchte natürlich auch Konfetti. Aber ganz davon abgesehen, Herr Labs, wollte ich Sie fragen, das ist jetzt ja schon mehrfach angeklungen und Sie beschreiben das ja auch in Ihrem Buch sehr ausführlich. Jetzt mal so überblicksartig gesagt, wie nah war der Verfassungsschutz denn dran am NSU? Wenn man jetzt die Erkenntnisse der verschiedenen Ebenen, Bundesamt für Verfassungsschutz, aber auch die einzelnen Landesämter, die da beteiligt sind, wie viel haben die denn eigentlich bis 2011 gewusst? Also die Analyse stimmte durchaus. Also man hat in dem Bundesamt für Verfassungsschutz über Jahre, man kann schon sagen über ein Jahrzehnt, genau vor einer kleinen Gruppe Angst gehabt, die aus der rechten Szene kommt, Morde begeht. Man hat interne Sitzungen abgehalten, wo eben Fälle aus Schweden, wo Polizisten ermordet sind, also Mordfall Kiesewetter, und Polizisten ermordet worden sind und ihnen die Waffen weggenommen worden sind, intensiv diskutiert. Man hat intensiv die Fälle in die Nagelbombenanschläge in London diskutiert. Das heißt, die Analyse war da. Und man muss sich vorstellen, der NSU oder die bekannten Mitglieder des NSU war umstellt von Fowler. In der Stadt, also in Chemnitz, wo sie zunächst untergetaucht sind, Thüringen haben wir ja schon mehr oder weniger ein bisschen behandelt, das war eh klar. Ich würde sogar sagen, dass Brandt ja den NSU mit möglich gemacht hat. Das wird immer so ein bisschen, das muss man ganz klar sagen, weil er sich ja so distanziert, ich halte ihn für unglaubwürdig, er ist einer der Protagonisten der militanten Szene gewesen. Ob er das nun berichtet hat oder nicht, ist die zweite Frage. In Chemnitz, in Sachsen, wo die drei Flüchtigen zuerst untergekommen sind, waren sie quasi umstellt von V-Leuten. Dazu muss man sagen, in Sachsen sind die meisten V-Leute noch nicht aufgeflogen. Wir wissen mindestens von zwei durch Recherchen und durch Rückschlüsse. Und ich bin mir garantiert sicher, dass im Zentrum der Bewegung sehr viel mehr gab. Man muss sich überlegen, dass also die wichtigsten Unterstützer oder der wichtigste Unterstützer, Thomas Starke aus Sachsen, später angeblich erst 2000, ich habe da so meine Zweifel, Vertrauensperson des LKA Berlins wurde. Also es spricht sehr viel dafür, dass er sehr viel länger Vormann war, weil diese ganze Anwerbung von ihm ist sehr merkwürdig. Und was sozusagen immer noch für mich auch einer der merkwürdigsten Fälle ist, ist der Primus in Zwickau, Ralf Marschner, genannt Manole.
der also in der Stadt lebt, in der das Trio dann später aus Chemnitz kommt, umzieht und sozusagen von dort aus werden Großteil der Morde begangen. Und zwar ist die sogenannte, wird ja dann immer in den Medien so griffig dargestellt, Terrorzentrale nicht in der Frühlingsstraße, das ist dann eher, wenn überhaupt, der Altersruhsitz sozusagen, sondern in der Polenstraße, in der Hochparterrewohnung, lebten, so viel man weiß, Cepe Mundus Böhnert, vor allem aber Cepe, einen Großteil der Zeit. Und gegenüber von der Wohnung wohnt ein Kollege und einer der besten Freunde des V-Manns Primus. Und man muss dazu sagen, dass Zwickau eine sehr kleine Stadt ist. Und durch die Ermittlungen dann rausgekommen ist, dass Primus an zwei Tagen, an denen Morde passiert sind, auch noch Autos gemietet hat. Und in einem Fall zumindest nicht schlüssig erklären konnte, warum er sich da ein Auto gemietet hat. Eine Baustelle in München zum Beispiel erwähnt hat von einer Straße, die es gar nicht gibt. Jetzt würde man ja denken, okay, das wird das BKA dann schon ermittelt haben. Hat es aber nicht. Gibt es diese Straße, gibt es diese Baustelle? Und so, Herr Marschner, also der V-Mann, muss man dazu wissen, hat zeitlang als eine Art Bauunternehmer gearbeitet. Das heißt, man hat einen V-Mann direkt in der Stadt sitzen, der seit Jahren in der Szene aktiv ist, der wiederum die wichtigsten Unterstützer gut kennt. Wird aber behauptet, er hätte also nichts gesehen, nichts gehört. Und das Unerträgliche an der Situation ist, dass es so läuft, dieser V-Mann sitzt in der Schweiz, da reisen also BKA-Beamten hin, hatten vorher schon Kontakt zum Bundesamt für Verfassungsschutz, also der Führungsbehörde, verhören diesen mit Schweizer Kollegen, diesen V-Mann, mehr schlecht als recht und das war's. Ich muss die dumme Frage jetzt einfach stellen, weil sie irgendwann gestellt werden muss, warum ist denn da nichts passiert? Das ist tatsächlich eine Frage, die ich mir oder die wir uns nach dem Buch auch immer noch stellen. In die Richtung führen wir auch sehr viele Gespräche. Mir wird jetzt häufig versichert, auch von kritischen Beamten, dass es nicht so ist, dass es die große Verschwörung ist, dass man also sozusagen sagt, kommt in die Richtung, guckt man nicht. Aber es gibt in Behörden wie der Polizei andere Mittel, Sachbearbeitern klarzumachen, dass in die Richtung nicht geguckt werden soll. Also dass sozusagen das Interesse der Behördenleitung nicht so groß ist, dass diese Spur verfolgt wird. Und das ist, glaube ich, das frustrierende und generelle Problem, dass man auch nicht falsifiziert. Der Corelli ist ein sehr gutes Beispiel. Man lebt dann lieber mit dem Vakuum und dem Wagen, als auch im Fall jetzt mal durchzuermitteln. Man lebt eher damit, dass es so einen relativ schnellen Stoff für Verschwörungstheoretiker gibt, so einen Fall. Also warum ist dieser Mann gestorben? Woran ist er wirklich gestorben? Wo sind die Gutachten? Wer war zuständig? Mit wem hat er telefoniert? Sondern man lässt es im Wagen. Und das ist das Problem. Da ist nicht immer jetzt sozusagen ein großer Plan dahinter. Aber man hat das Gefühl, dass im Apparat, wenn ich das mal so verkürzt sagen darf, man jetzt eigentlich das Gefühl hat, das ist auch mal gut. Und natürlich ist es jetzt auch so, wenn man jetzt das Bundesamt für Verfassungsschutz nimmt, da kommt, glaube ich, Syrien und Nordirak eigentlich ganz gelegen. Jetzt kann man sagen, wir haben das ganz andere Probleme. Wir brauchen auch von der Szene V-Männer. Jetzt muss es irgendwie weitergehen. Würde ich jetzt mal so. Das heißt nochmal kurz nachgefragt, eine Abkehr von diesem V-Mann-Wesen ist nirgendwo zu erkennen? Nein, absolut. Das würde man bis zur letzten Patrone verteidigen. Einfach deswegen, man muss sich vorstellen, es war für mich ein sehr wichtiger Moment, als der demnächst der bald ehemalige BKA-Präsident, Herr Zirke, auf einer Veranstaltung des BKA gesagt hat, es gibt, glaube ich, 13.000 gewaltbereite Neonazis in Deutschland. Man muss ganz klar sagen, man kann 13.000 Menschen, das sind 13 Mal mehr als Islamisten, nicht mit polizeilichen Mitteln in den Griff halten, wenn man nicht den Polizeistaat will. Insofern hab ich so ein bisschen den Eindruck, das konnte ich noch nicht verifizieren, dass die Arbeitsteilung so ein bisschen ist, das BFV hält diese Szene im Schach und dafür hält sich das BKA und die Polizeibehörden halten sich ein bisschen raus. Aber sozusagen die These, dass man sie im Griff hat, hat man ja beim NSU gesehen, da sieht man wieder, sie haben sie ja nicht im Griff und es gibt natürlich immer wieder Rückschläge, ist ja klar. Ja, einerseits, bitte, Herr Ströbel. Es kann auch so sein, oder ist mindestens in Teilen auch so, dass nicht das BFV die Szene im Schach hält, sondern dass die Szene das BFV im Schach hält. Also in Bayern fing das an damit, dass wenn dann so eine Analyse gemacht worden ist, da müssen Rechtetäter dabei sein, dann hat man das Bayerische Landesamt für Verfassungsschutz gefragt, sagt mal, hier bei der Polizei gibt es jetzt plötzlich so eine Analyse, das sollen rechte Täter sein. Fragt doch mal nach bei euch in der Szene, ob da was bekannt ist, ob die darüber reden und so weiter. Und dann kommt von dort nämlich, und das genauso auch mit den V-Leuten, das ist auch eine Aufgabe der V-Leute. Die V-Leute arbeiten ja zu beiden Seiten hin.
Sie werden, ich sage Ihnen, ich habe nicht einen einzigen Fall bis heute gesehen, dass in der Nazi-Szene V-Leute ihre Kameraden in Anführungsstrichen verraten haben und der Polizei oder dem Staat ausgeliefert haben. Die haben viel berichtet, Protokolle und Zeitschriften und Gespräche und wie es auf welchem Skinhead-Konzert gewesen ist. Das Schlimme an diesen V-Leuten ist, dass sie sowas suggerieren dem Staat, dem Verfassungsschutz, aber auch der Spitze, also bis hin in die Ministerien, rein vermitteln, wir sind ja sicher, wir haben die im Griff, aber es ist umgekehrt und das ist das Gefährliche an denen, das ist viel gefährlicher als das für eine Verlösung. Ich wollte Sie fragen, weil das, finde ich, eine Frage ist, die zu selten gestellt wird. Nicht nur den Prozess und auch die Sachen, die wir jetzt hier auf diesem Sofa schon in den letzten 30 Minuten besprochen haben. Wie klingen die eigentlich in den Ohren der Familie Loskert? Ja, das ist für die Familie Loskert natürlich eine völlig absurde Erfahrung. Und das ist auch mit noch so viel Professionalität, dann gepaart mit einem gewissen Einfühlungsvermögen, nicht vermittelbar, was da passiert. Die Familie hat sich jahrelang selber im Brennpunkt aller strafprozessualen Maßnahmen gesehen, die das Gesetz so hergibt. Also da wurden Telekommunikationsüberwachungen durchgeführt, da wurden Umfeldermittlungen, Herr Labs hat es gerade schon angesprochen, Strukturermittlungen, ja, betreffend die Familie Loskert wurden durchgeführt, es wurden Verwandte, Bekannte in der Türkei aufgesucht, all das, ja, was mit wahnsinnigen Stigmatisierungen für die Familie einherging, die sich mit einem Mal dem Vorwurf ausgesetzt sah, nun wage irgendwas mit einem Mord zu tun zu haben, was für die mit Ausgrenzung einherging, was für einzelne Familienmitglieder natürlich mit der Überlegung einherging, was machen wir hier eigentlich, können wir hier überhaupt noch weiter leben, überhaupt noch weiter bleiben. Das auf der einen Seite zu erleben und auf der anderen Seite zu erleben, wie es nach wie vor ein V-Mann-System an der rechten Szene und unmittelbar in der rechten Szene gibt, in dem keinerlei Transparenz hergestellt wird, runtergebrochen auf den Kasseler Fall, wie es nach wie vor eine Sperrerklärung des damaligen Innenministers gibt, Herrn Bouffier, der auch heute noch, weil diese Sperrerklärung nach wie vor im Raum steht, offenbar der Auffassung festhält, dass Vorgänge aus dem Jahr 2006 bei ihrer Offenlegung das Wohl des Landes Hessen gefährden würden. Also auch jetzt ist da eine weitere Aufklärung offenbar nicht möglich. Das ist für die Familie vollkommen absurd zu erleben und das ist auch der Antrieb der Familie, uns in diesen Prozess zu schicken, selber an dem Prozess teilzunehmen und zu sagen, klärt das auf, soweit es aufzuklären ist. Und auch die Familie sieht auf der politischen Ebene natürlich mit großem Wohlwollen, dass hier endlich auch in Hessen ein Untersuchungsausschuss eingesetzt wurde, der sich dieser Fragen jetzt annimmt auf einer Ebene, auf die wir im Prozess nicht vordringen können. Aber, das wollte ich Sie noch fragen, bevor ich dann Frau Pauwers frage, es ist ja nicht so, dass es keine Vermutungen in die rassistische Richtung gab. Herr Strömer hat es gerade schon gesagt, und im Film war es auch zu sehen, zur Kolbstraße. Es gab ja immer wieder Profiler und andere Ermittler, die von Rassismus als Mordmotiv ausgegangen sind. Jetzt muss ich mal ganz so ungeschützt sagen. Hat natürlich der Verdacht eines Hinterbliebenen jetzt in dem Sinne keinen Beweiswert. Das muss man zur Ehrenrettung der Ermittler sagen, aber das ist auch gar nicht in Kassel, das ist sozusagen ja sehr spät in der Serie, der letzte Cesca-Mord, entscheidendes Köln. Bewegen wir uns ja schon auf der Ebene von objektiven Beweismitteln, sprich Videoaufnahmen der Täter. Und ich finde, das wollte ich schon die ganze Zeit sagen, warum ist Köln so ein gutes Beispiel. Es gibt ja die Analyse des Bundesamtes für Verfassungsschutz, parallelen Nagelbombenattentate in London und dass man sich das angucken könnte. Nur, was machen sie nicht? Sie hängen eben nicht einen Bericht der Quellen, die sie haben, dran, wo sie sagen, okay, wir hatten folgende Quellenmeldungen in den letzten Jahren über Gruppen, die das vorhaben. Weil dann wäre man sofort auf Mundus Cepelberg gekommen. Da hätte man gesagt, wir haben diese drei Personen, die sind untergetaucht wegen versuchten Bombenattentaten und es gibt Quellen, die sagen, die bewegen sich auf einer, beziehungsweise die besuchen Waffen und wollen weiter Überfälle begehen. Das macht man aus Quellenschutzgründen nicht. Ja, das sind ihre eigenen Akte. Genau. Und insofern ist ab Köln, muss man gar nicht sozusagen, ich will das jetzt gar nicht, wie gesagt, kleinreden, also mit sozusagen Verdacht aus dem Familienumfeld darauf. Es gab einfach schon ganz klare Belege. Und was ja noch viel schlimmer ist,
dass ja auch das Nagelbombenattentat wurde ja von Zeugen in Bezug gesetzt zur Ceska-Serie. Es haben sich ja sowohl Ermittler als auch Zeugen gemeldet, die gesagt haben, mir kommen die bekannt vor. Und ich muss sagen, wie dann umgegangen worden ist mit den wenigen Augenzeugen, die man ja hatte, oder zumindest Tatortzeugen, das ist schon wirklich so an der Grenze, wo man sich fragt, ist das noch Zufall? Man muss dazu wissen, es gab nicht viele wirkliche Augenzeugen, 3, letztendlich 4. Und wie man sozusagen dann mit ihnen umgegangen ist, das macht einen schon sehr misstrauisch. Herr Kienzel will noch einen Satz sagen, Frau Paume versprochen, es ist wirklich nur ein Satz. Jetzt muss ich ganz viele Semikolon einbauen, ja. Ich wollte den Aspekt aufgreifen, dass wir uns natürlich vollkommen einig sind darüber, dass der Hinweis des Vaters des Ermordeten, nämlich Herrn Yozgat, darauf, dass hier ein Türkenhasser am Werk ist, ja, und einer aus einem rechtsradikalen, rassistischen Hintergrund heraus diese Straftaten begeht, natürlich keinen Beweiswert im strafprozessualen Sinne hat. Nichtsdestotrotz belegt doch diese Aussage von Herrn Yozgat ein paar Tage nach der Tat, wie naheliegend das vor dem Hintergrund dieser Serie war und wie blind und wie fehlgeleitet man sein muss, um das nicht zum Gegenstand einer systematisch abgearbeiteten Ermittlungshypothese zu machen. Das bringt das einfach so schön auf den Punkt. Natürlich hat das keinen Beweiswert, trotzdem bringt es gut auf den Punkt, wie dicht das eigentlich vor aller Augen lag. Jetzt zitiere ich noch meinen Co-Autor Sherman Aus, der hat ganz richtig gesagt, es gab ein Bekennerschreiben, das war die Waffe. Frau V, Sie haben gerade im Vorgespräch gesagt, Sie würden, obwohl das viele nicht tun, davon sprechen, dass das, was die Ermittlung da geleitet hat, ein institutioneller Rassismus war. Vielleicht mögen Sie uns erklären, was das ist. Also wir haben gemeinsam im Abschlussbericht festgestellt, dass die Ermittlungen oft vorurteilsbeladen oder belastet geführt wurden, beziehungsweise man dort damit umgegangen ist. Und ich habe in den Bundestagsdebatten immer wieder gesagt, ich unterstelle nicht den einzelnen Polizisten, Staatsanwälten, die da unterwegs waren, dass sie allesamt Rassisten sind. Aber es waren offensichtlich hier bestimmt unwidersprochene Vorurteile abrufbar, die dann auch die Ermittlungen geleitet haben, beziehungsweise wieder zurückgeleitet haben, wenn man dann doch mal versucht hat, nach rechts zu schauen. Also ein Beispiel, es gab ja einen Zeitpunkt, ein kleines Zeitfenster im Jahr 2006, als wir wirklich überhaupt nicht mehr weiterkamen, also mit der BAO Ostborus und so weiter, wo sie zeitweise davon ausging, es ja auch eine operative Fallanalyse gab, wo man davon ausging, Türkenhass könnte das Motiv sein. Im BKA, aber auch anderswo, hat man alles daran gesetzt, diese These ganz schnell zu widerlegen. Man stellte eine zweite operative Fallanalyse daneben. Und ich will nur einen Satz zitieren. Es geht also, das LKA Baden-Württemberg hat die dann erstellt im Auftrag. Und ich muss das hier wirklich vorlesen, über die mutmaßliche Herkunft der Täter in dieser Serie. Vor dem Hintergrund, dass die Tötung von Menschen in unserem Kulturraum mit einem hohen Tabu belegt ist, ist abzuleiten, dass der Täter hinsichtlich seines Verhaltenssystems weit außerhalb des hiesigen Normen- und Wertesystems verortet ist. Das wird widerspruchslos aufgenommen. Und die Ermittlungen gehen weiter in die beschriebene Richtung, anstatt das kritisch zu diskutieren. Nicht zu vergessen, wenn ich kurz was sagen darf, ganz kurz vor der WM 2006. Das wäre jetzt mein zweiter Satz und das ist dann die politische Einflussnahme, weil wir sind nicht die besseren Ermittler im Untersuchungsausschuss gewesen. Und wir haben die Zeugen gefragt, Günter Beigstein hat es am klarsten ausgesprochen, aber andere auch. Wir wollten nicht, dass Panik in der türkischen Community ausbricht, dass hier Neonazis gegebenenfalls mordend durchs Land ziehen. Zu der Zeit war längst Panik. Es gab die Demonstration in Kassel, kein zehntes Opfer. Es gab eine kurze, aufgeregte Debatte zu den Feststellungen von Uwe Carsten Haie, dem Gründer von Gesichtzeigen, aber damals auch Regierungssprecher, dass es national befreite Zonen in der Bundesrepublik gibt, wo Menschen anderer Hautfarbe, anderer Gesinnung, wie auch immer, um Leib und Leben fürchten müssen. Letztendlich tobte aber die Fußball-Weltmeisterschaft und die Welt zu Gast bei Freunden sollte nicht
nicht getrübt werden. Und das war eine politische Entscheidung, die dann auch von den Ermittlern entsprechend mit durchgezogen wurde. Herr Lars, ich muss Sie jetzt kurz vertrösten, weil es muss jetzt sein. Ich würde nur sagen, das ist auch kein Zufall, dass die Geschichte über Herrn Temme ist ja publik geworden im Juli 2006, ein Tag nach dem Finale. So lange hat man die Bildzeitung doch mal hinhalten können, weil die es vorher wussten. Aber dazu kommen wir gleich noch. Wir haben ja noch einen zweiten Block gleich zu Hessen. Ich will nur, bevor wir in einen Zeitbereich kommen, wo Frau Pau und Herr Ströbele uns eventuell verlassen müssen, Herrn Ströbele noch die Möglichkeit geben, weil das ja was ist, was uns hier sehr interessiert, was Sie glauben, was die zentralen Fragen sind, die hier in Hessen im Untersuchungsausschuss besprochen werden sollen. Also wir haben zu Hessen da tatsächlich eine ganze Menge auch aufgeschrieben, eine ganze Menge aufgeklärt. Aber was für mich weiterhin im Dunkeln liegt, das ist genau das Thema, was wir jetzt hier auch als Hauptthema hatten, die Rolle nicht nur des Verfassungsschutzes, sondern auch der V-Leute und der V-Leute-Führer. Also Herr Temme war ja einer. Da sind so viele Fragezeichen, zum Beispiel, warum telefoniert der am selben Tag mit rechten Quellen, also V-Leuten? Es ist ja einer dann später befragt worden, aber es sind eine ganze Reihe, die da auch noch um ihn herum waren, nicht befragt worden. Und wie kann das überhaupt sein, dass das Landesamt für Verfassungsschutz der Polizei und der Staatsanwaltschaft das verbietet, daran zu gehen? Also ich habe immer gesagt, wenn ich Staatsanwalt gewesen wäre, dann hätte ich Durchsuchungsbeschluss beim Landesamt für Verfassungsschutz beantragt und hätte mir dort die Name und Adresse des V-Mannes beschafft, den ich dann anschließend vorgeladen hätte. Wo gibt es denn sowas? Wo ist das denn ein Ermittlungsverfahren? Das könnte man ja auch sonst im Leben einführen. Das dient doch nicht der Wahrheitsfindung, sondern das dient genau dem Gegenteil. Der Herr Temme hat ja, das weiß man inzwischen, das wussten wir damals auch schon, hat ja auch mit allen möglichen Leuten zu ganz eigenartigen Zeiten telefoniert, auch noch mit den anderen Bereichen. Also mir will immer noch nicht in den Kopf, dass dieser Mann offenbar bei der Tat ja anwesend gewesen ist, spricht jedenfalls mehr dafür, dass er da war, als dass er, ich weiß nicht, 10 Sekunden vorher rausgegangen ist. An dem hängt sehr viel mehr. Ich weiß auch nicht, was das genau ist. Und deshalb muss man das jetzt hier versuchen aufzuklären. Frau Pau, was glauben Sie, was der Hessische Untersuchungsausschuss klären muss? Den ersten Bereich hat der Kollege Ströbele umrissen. Und der zweite Bereich, wir haben im Bundestagsuntersuchungsausschuss wie auch in den Länderuntersuchungsausschüssen uns natürlich auch mit dem neonazistischen Netzwerk und den Gefahren, die auch heute für die Demokratie und für Leib und Leben von Menschen ausgehend beschäftigt. Und ich denke, dieser Untersuchungsausschuss muss sich mit dem, was war, aber auch dem, was da heute noch ist, genauso beschäftigen. Mir wird immer wieder die Frage gestellt, kann das wieder geschehen? Und ich sage immer wieder, ja, solange es keine grundlegenden Schlussfolgerungen gibt, solange es keine Offenheit gibt, was war dort wirklich, kann das immer wieder geschehen. Und deswegen muss man auch da den Fokus drauf richten. Vielen herzlichen Dank. Eine ganz wichtige Geschichte, weil das in die Gegenwart hineinreicht. 2002, 2003 und 2004 ist vom Bundesamt für Verfassungsschutz eine Analyse in den Verfassungsschutzbericht jeweils reingeschrieben, wird ja jedes Jahr einer veröffentlicht. Da ist ausdrücklich gesagt worden, dass es eine rechtsterroristische Gewaltszene in Deutschland nicht gibt, dass es eine solche Gefahr nicht gibt. Immer wieder, das haben die analysiert, und zwar unter anderem, also man glaubt das kaum, wo ich das gelesen habe, habe ich das nicht geglaubt. Analysieren an dem Trio, haben gesagt, da gibt es ja ein Trio seit 2008 im Untergrund und dass es eine solche Szene, eine gewaltbereite Szene nicht gibt, eine terroristische Szene, zeigt sich an dem Trio, weil an dem Trio, die haben ja kein Umfeld, das fehlt da, die haben kein Geld, die haben keinen organisatorischen Zusammenhang und so weiter.
So, jetzt kommt der Schmackes dabei. Das ist immer wieder gemacht worden und jeder kann sich vorstellen, wenn das vom Bundesamt für Verfassungsschutz ganz oben, also von den Präsidenten, nach unten durchgestellt wird, auch an die Polizeien, die sowas lesen, hat das natürlich eine Wirkung auch auf das Denken und auch auf das konkrete Verhandlungsverhalten. Und der diesen Bericht immer wieder unterschrieben hat, ist heute der Koordinator für die Geheimdienste im Bundeskanzleramt. Ja. Deshalb sage ich, eine ganz wichtige Konsequenz, das haben wir leider damals in dem Bericht nicht reinbekommen, eine ganz wichtige Konsequenz, Schlussfolgerung aus der Arbeit des Untersuchungsausschusses muss sein, dass die Leute, die sich damals schuldig gemacht haben, die so total versagt haben, dass die Leute heute nicht mehr in solchen Ämtern sein dürfen. Ich bin auf der Welt, wenn Sie das Ihrem Mandanten erklären, der glaubt auch irgendwie überhaupt nichts mehr, dass die Leute, die damals diese Leugnung von ganz oben durchgestellt haben nach unten, und ich sage sehr fahrlässig, weil sie überhaupt keine Ermittlungen in diese Richtung angestellt haben, dass die heute noch da sind. Und das kann man von ganz oben bis ganz unten runter durchdiskriminieren. Wenn die Leute nicht aus Altersgründen ausgeschieden sind, machen die noch heute diese Arbeit. Das ist in Polizei, in Staatsanwaltschaften, aber auch in den Verfassungsschutzämtern. Das darf nicht sein. Da müssen personelle Konsequenzen gezogen werden.